Die Nachrichten von SRF um 14 Uhr mit Thomas Fuchs. In der Schweiz steigt das Rentenalter der Frauen von 64 auf 65. SP und Grüne kündigen das Referendum an gegen den Entscheid des Parlaments. Und im sogenannten Tiergarten-Mordprozess in Berlin fällt das Gericht das Urteil. Der angeklagte Russe muss lebenslänglich hinter Gitter. Das Wetter über dem Flachland meist Hochnebel, darüber und im Süden sonnig. Ein längeres Berufsleben für die Frauen und eine höhere Mehrwertsteuer für alle. Das sind die Eckpunkte im jüngsten Anlauf für die neue AHV-Reform. Das Parlament hat inzwischen die letzten Fragen dazu geklärt. Matthias Strasser berichtet. An der AHV-Reform haben sich Generationen von Sozialpolitikerinnen und Politikern die Zähne ausgebissen. 1997 ist zum letzten Mal eine Reform geglückt, zuständig damals Bundesrätin Ruth Dreyfus. Eine nächste Reform wird jetzt immer dringlicher, da sind sich die Parteien einig, denn der AHV fehlen bis 2030 26 Milliarden Franken. Immer mehr Menschen beziehen hierzulande eine Rente. Mit dem Vorschlag, der jetzt verabschiedet wurde, steigt das Frauenrentenalter von 64 auf 65. Jene Frauen, die in den 9 Jahren nach der Erhöhung pensioniert werden, erhalten im Gegenzug einen Rentenzuschlag, abgestuft nach Einkommen. 50 bis 160 Franken pro Monat beträgt dieser. Und auch eine andere Geldquelle wird angezapft. Die Mehrwertsteuer soll steigen um 0,4 Prozentpunkte. Aus Sicht von SP und Grünen reichen die vorgesehenen Kompensationen für das höhere Frauenrentenalter nicht aus. Sie haben die Reform deshalb abgelehnt und wollen Unterschriften für ein Referendum sammeln. Auch der jetzige Vorschlag zur AHV-Reform ist deshalb noch nicht unter Dach und Fach. Zu den aktuellen Corona-Zahlen. Dem Bundesamt für Gesundheit sind in den letzten 24 Stunden 11.167 neue Ansteckungen mit dem Virus gemeldet worden, sowie 41 weitere Todesfälle. Der 7-Tage-Schnitt der Neuinfektionen liegt laut SRF-Data 3% tiefer als in der Vorwoche. Insgesamt befinden sich in der Schweiz 289 Covid-Patientinnen und Patienten in Intensivbehandlung, 12% mehr als in der Vorwoche. Und zwei Kurzmeldungen zur Corona-Situation. Die Intensivstationen der Schweizer Spitäler haben ihre Zusammenarbeit neu geregelt. Grund dafür seien die zahlreichen Covid-Fälle auf den Intensivstationen, heißt es in einer Mitteilung des Bundes. In der Neuregelung wird festgeschrieben, unter welchen Bedingungen Intensivpatientinnen und Patienten in andere Spitäler verlegt werden können. Und National- und Ständerat haben sich ein weiteres Mal auf Anpassungen beim Covid-Gesetz geeinigt. Teil der Vorlage ist unter anderem die weitgehende Übernahme der Testkosten durch den Bund. Weiter wird die finanzielle Unterstützung für Kultur- und Sportveranstalter verlängert. Und nun ins Ausland. Im sogenannten Tiergartenmordprozess hat ein Gericht in Berlin den Angeklagten wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Dem 56-jährigen Russen wird vorgeworfen, dass er vor 2 Jahren mitten in Berlin einen Georgier mit tschetschenischer Abstammung erschossen habe. Für die deutsche Bundesanwaltschaft steht fest, dass die russische Regierung den Angeklagten beauftragt hatte. Der russische Botschafter in Berlin hat bereits reagiert, das Urteil sei politisch motiviert und werde die deutsch-russischen Beziehungen belasten, heißt es auf der Internetseite der russischen Botschaft. Der russische Präsident Wladimir Putin und Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping schlagen einen Gipfel der 5-ständigen Mitglieder des UNO-Sicherheitsrates vor. An diesem soll die allgemeine Sicherheitslage in der Welt Thema sein. Stattfinden soll der Gipfel nächstes Jahr, wie die beiden Staatschefs nach einer gemeinsamen Videoschaltung vorschlagen. Neben China und Russland sollen die USA, Großbritannien und Frankreich am Gipfel teilnehmen. Weiter hieß es von Seiten des Kremls,
China unterstütze Russland bei seiner Politik gegenüber der NATO. Russland verlangt vom Nordatlantischen Bündnis eine Art Sicherheitsgarantie. Die Börsendaten von 6. Der Swiss Market Index liegt im Moment bei 12.513 Punkten, plus 0,8%. Der Euro wird zu 1.0419 gehandelt und der Dollar zu 92,48 Rappen. Das Wetter über dem Flachland liegt heute und morgen sehr Hochnebel mit einer Obergrenze bei 900 bis 1100 Metern. Darüber ist es sonnig. Die Höchstwerte liegen unter dem Nebel bei 2 Grad, sonst bei rund 6 Grad. Im Süden ist es meist sonnig bei 8 Grad. Das waren Nachrichten von Radio SRF, verantwortlich Christoph Studer.